hallo, servus und herzlich willkommen zu Probier TV. Mein Name ist Martin und heute präsentiere ich euch ein Bier, wo ich ein wenig ehrfürchtige Haltung annehme, weil ich habe nämlich einen Brief bekommen, verbunden mit Bierproben, und zwar ein echter Fürst schreibt mir, und zwar man schreibt mir mit freundlichen Grüßen, und ich habe die ganze überlegt, da steht freundliche Grüße von SD, dem Erbprinzen Karl Eugen zu Oettingen-Wallerstein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, SD, Gottes Willen, was heißt denn das? Man merkt, ich bin in der Aristokratie überhaupt nicht zu Hause. Das muss natürlich seine Durchlaucht heißen, denn Durchlaucht ist ja, glaube ich, die Anrede eines Fürsten. Und Karl Eugen Prinz zu Oettingen-Wallerstein. Die Biere sind mir schon mal vor einiger Zeit auf einem Bierfestival in Bayern untergekommen. Das war das 1598 Edition Privé, ein Bier, wo ich gedacht habe, Herrgott nochmal, das wurde für 95 Euro die Flasche verkauft, das war eine Champagnerflasche, und ich habe lange Zeit mit dem Vertreter von Fürst Wallerstein geredet, und er hat mir damals gesagt, naja, wir sind tatsächlich auch im Adlon in Berlin gelistet, insofern Respekt, dass man so ein Bier platzieren kann. Und ich war dann ein paar Wochen später in Berlin im KDW in der Bierabteilung, und siehe da, das Bier war tatsächlich auch im KDW in der Feinkostabteilung und es hat auch den Preis gekostet. Und während ich noch überlegt habe, wer tatsächlich 95 Euro für eine Flasche Bier ausgibt, griff einer hinter mir ins Regal und zog sich genau diese Flasche raus. Es gibt also offensichtlich auch einen Markt dafür. Man war also freundlich, mir eine Flasche unter anderem von dem Fürst Wallerstein Fürsten Weißbier zu schicken, und da hat man natürlich bei mir voll ins Schwarze getroffen. Weißbiere sind genau mein Bereich. Im Felsenkeller gereift, seit 1598 in Bayern gebraucht. Jetzt verstehen wir auch, woher das Thema kommt. So lang reicht nämlich auch die Brautradition im Hause Wallerstein zurück. 5,2 Volumenprozent Alkohol hat das Ganze. Und da oben ist auch noch das Fürstenwappen obendrauf. Also für die Deckelsammler an euch, das ist ein sehr, sehr schöner Deckel, der da zum Verschluss der Flasche genutzt wird. In einer schönen Halbliter Flasche, so wie sich das für ein Weißbier gehört. Ich nehme trotzdem mein Verkostungsglas und ich riech's bis hierhin schon. Aber so soll, glaube ich, ein Weißbier schlicht und ergreifend aussehen. Eine schöne, helle, gelbe, goldene Farbe, mittlerer, weißer Schaum obendrauf. Und das sind in dem Glas hier fast zwei Finger breit. Und der ist, ja, der ist auch richtig schön intensiv und stabil, wie sich das für ein Weißbier gehört. Und das Ganze natürlich hefetrüb, sehr, sehr fein. Lieber Herr Fürst, liebe Durchlaucht, ihr habt mich schon allein mit der Nase erwischt. Eine sehr, sehr schöne Mischung aus nicht zu intensiver Banane, aber ganz, ganz kräftiger Nelke. Hefig, Weizen, getreidig. Eine tolle Fruchtigkeit in der Nase. Ich glaube, so muss einfach ein bayerisches Weißbier in der Nase sein. In diesem Sinne, cheers! Das ist lustig. Im Antrunk wechseln dann Nelke und Banane in der Intensität. In der Nase war die Nelke deutlich intensiver. Im Antrunk ist jetzt die Banane ein bisschen vordergründiger. Nelke ist nach wie vor da. Es bleibt malzig, getreidig. Der Weizen ist sehr, sehr schön vorhanden. Hefige Töne, nicht zu intensiv, aber doch eine schöne Präsenz. Aber es ist jetzt auch nicht so extrem vollmundig, wie man das von anderen Weißbieren her kennt. Das trinkt sich sehr, sehr gut. Und vom Körper her ist sicher ein mittlerer Körper, aber es ist einfach ein sehr, sehr süffiges Bier. Die Kohlensäure ist jetzt auch nicht so intensiv, wie man das auch von anderen Weißbieren her kennt.
dass man da kleine Schlücke machen muss, damit nicht zu viel Kohlensäure in den Magen kommt. Da kann man wirklich bei diesem Bier davon reden, dass es sehr, sehr gut läuft. Es ist sehr, sehr unkompliziert, auch für den ungeübten Weißbiertrinker. Und das ist ein Bier, was mir sehr gefährlich werden kann, weil wenn man tatsächlich mal Durst hat, dann kann man das auch verdammt schnell trinken. Es wird hinten raus, wird es ein bisschen dünner. Diese Vollmundigkeit, die geht dann doch sehr, sehr stark zurück. Es kommen so leicht grasige Töne durch. Es bleibt natürlich dieser Weizeneindruck. Vom Hopfen merkt man relativ wenig bei diesem Bier. Es ist Weizenbier typisch. Glaube ich, ist nichts, was man dem Bier vorwerfen kann. Und ansonsten ist das für mich ein sehr, sehr, sehr solides Weißbier, was da aus dem Hause Fürst Wallerstein kommt. Und wenn ich jetzt dieses Bier bewerten soll, dann muss ich so ein bisschen meine Affinität zu Weißbier natürlich unterdrücken. Aber es sind noch ganz, ganz satte 3,5 Punkte für das Fürst Wallerstein Fürstenweizen. Und Gratulation an seine Durchlaucht für dieses Weißbier. Das ist sicher ein sehr, sehr tolles Bier, von dem ich mir die zweite Flasche, die ich bekommen habe, für den Sommer aufheben werde, die ich auf meiner Terrasse trinken werde. Und ich bin sehr gespannt auch auf die anderen Biere. Die werdet ihr hier bei ProbierTV demnächst dann auch kennenlernen. Und wenn ihr dieses Bier kennt und der Meinung seid, hey, 3,5 Punkte, viel zu wenig, das Bier hat 5 verdient, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog, auch wenn ihr genau der anderen Meinung seid, sagt, es ist ein fürchterliches Bier, macht die ganzen anderen Flaschen erst gar nicht auf. Auch dann freue ich mich über eure Nachricht und wir können fleißig über das Bier diskutieren. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann seid ihr immer wieder dabei, wenn es neue Videos hier bei ProbierTV gibt. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.